Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in dieser Beispiel-Blockdatei und heute schauen wir uns die Komponenten an. Ihr erinnert euch an letzte Folge, da hatten wir ja den grundlegenden Aufbau, die Datentypen und die Beschreibung hier. Und ich mache mal jetzt so einen kleinen Vergleich zu Schach. Stellt euch vor, die Beschreibung zusammen mit dem Identifier ist der König, okay? Ohne den König kann man das Spiel nicht spielen. Man hat einfach verloren. Ohne die ID vom Block kann man den Block nicht platzieren. Der Block wird nicht angezeigt. Ja? Allerdings ist der König super unnützlich. Er macht kaum was im Spiel. Er kann sich in jede Richtung um einen Schritt bewegen. Das ist praktisch gar nichts. Ja? Und im Vergleich dazu haben wir Komponenten, die quasi wie die Königin sind. Sie sind nicht unbedingt nötig, um das Spiel zu spielen, aber super nützlich. Wir schauen uns einfach mal an, was hier alles drin ist. Es ist wirklich eine ganze Menge. Das macht irgendwie 80% von dem aus, was ich hier in dieser Datei aufgeschrieben habe. Dementsprechend wird das eine recht lange Folge. Wir haben also Components. Ja, es ist ein JSON-Objekt, wie auch zuvor, wie auch danach. Und das sind eben Komponenten des Blocks. Die beschreiben wesentliche Eigenschaften, die sehr wichtig sind, um mit dem Block gut was anfangen zu können. Ohne die Komponenten hat der Block weder eine Textur, noch eine Form, noch irgendein Verhalten. Man sieht ihn nicht mal. Man kann gar nichts damit machen. Ja? Wir schauen uns einfach mal an, was es dort alles gibt. Als erstes Minecraft:Collisionbox. Eine Kollisionsbox mit Entitäten, also mit Spielern, mit Monstern, mit Tieren, mit Gegenständen, all das. Ja? Das kann man als Wahrheitswert angeben, true oder false. Wenn man das auf true setzt, dann ist es wie so ein Standard-Minecraft-Block. Ja? Und wenn man es auf false setzt, dann hat er keine Kollisionsbox. Ähnlich wie die gesamten Pflanzen in Minecraft. Ja? Da kann man dann einfach durchgehen. Das kann man alternativ umschreiben, nämlich hier als JSON-Objekt. Hierbei kann dann die Kollisionsbox verändert werden. Und dabei haben wir dann ein Offset und Size. Offset standardmäßig auf -8, -0, -8. Das ist der Ursprung der Kollisionsbox. Ja? Werte sollten der nordwestlich unteren Ecke entsprechen. Das sind für jeweils die drei Achsen die geringsten Werte, die da möglich sind. Gültig sind Werte zwischen -8, -0, -8 und 8, 16, 8. Solange der Ursprung in diesem Bereich liegt, ist es gültig. Dann haben wir Size, das ist die Größe der Kollisionsbox, standardmäßig 16, 16, 16. Gültig sind Werte zwischen 0, 0, 0 und 16, 16, 16, also relativ logisch. Ursprung und Größe addiert müssen zwischen -8, -0, -8 und 8, 16, 8 liegen. Ja? Das ist dann innerhalb dieses einen Minecraft-Standardblocks. Größere Kollisionsboxen könnt ihr nicht machen, zumindest momentan nicht. Dann Minecraft:Crafting-Table. Weist dem Block eine Werkbank zu. Ja? Das heißt, wenn ihr auf den Block draufklickt, dann habt ihr da ein Werkbankfeld, wie bei einer Werkbank. Ja? Ihr habt dann sogenannte Crafting-Tags, das ist eine Liste. Das sind Tags, die dem Block zugeschrieben werden können. Darunter sind vordefinierte Tags, aber auch eigene sind möglich. Genau gesagt, wir haben nur ein Tag, einen vordefinierten Tag, nämlich Crafting Table. Wenn ihr das da reinpackt, dann habt ihr quasi alle Rezepte, die für ein Crafting Table vordefiniert sind, quasi in diesem Block auch mit drin. Und dann habt ihr eben einen eigenen Crafting Tag Name. Den könnt ihr euch dann selber aussuchen und den müsst ihr dann quasi, wenn ihr selber Rezepte erstellt, mit angeben. Ja? Da werde ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, das hat dann relativ wenig dann mit Blöcken zu tun, sondern mehr mit Rezepten. Daher ja, lasse ich das jetzt erstmal hier so ein bisschen fallen. Dann haben wir Table Name, quasi ein Name, der über dem Werkbankfeld angezeigt wird. Sollte dieser nicht angegeben sein, hoppla, Rechtschreibfehler, ändere ich noch. Sollte dieser nicht angegeben sein, wird nach Display Name bzw. dem eigentlichen Namen des Blocks gesucht.
Displayname, kommen wir gleich dazu. Ansonsten den eigentlichen Namen, der halt in den Übersetzungsdateien angegeben ist. Dann haben wir Minecraft Doppelpunkt Destructible by Explosion. Das ist eben die Zerstörbarkeit durch Explosion, true oder false. Wenn es auf true ist, dann ist der Explosionswiderstand auf 0 gesetzt. Bei false kann der Block einfach nicht zerstört werden. Auch wieder eine alternative Schreibweise mit einem JSON-Objekt. Hierbei kann der Explosionswiderstand verändert werden. Und dann haben wir hier eben Explosion Resistance, also der Explosionswiderstand des Blocks. Wert entspricht dem fünffachen Wert auf Wikipedia. Ja? Ich weiß nicht warum, ich habe das experimentell herausgefunden. 15 sind quasi dann für Bretter, 30 für Stein. Normalerweise haben Bretter den Explosionswiderstand 3 und Stein hat den Explosionswiderstand 6. Ihr müsst einfach den fünffachen Wert nehmen, wenn ihr quasi einen Block mit Wikipedia vergleichen wollt, dann nehmt einfach das Fünffache. Dann haben wir Destructible by Mining, wieder True oder False, das ist die Zerstörbarkeit durch Abbauen. Standardmäßig dauert es 0 Sekunden, also ihr könnt es mit einem gedrückt halten, beziehungsweise mit einem Rechtsklick abbauen, ja. Das wird dann direkt einfach zerstört und der Block wird gedroppt. Auch wieder eine alternative Schreibweise mit einem JSON-Objekt. Hierbei kann die Abbauzeit verändert werden. Und da haben wir Seconds to Destroy und dann gibt ihr hier einen Wert in Sekunden an. Das ist die Abbauzeit des Blocks. Dieser Wert ist unabhängig vom Werkzeug und kann nicht durch Effizienz verändert werden. Das ist wahrscheinlich bisher einer der größten Nachteile, die bisher selbst erstellte Blöcke haben. Ihr könnt nur angeben, wie lange es dauert, um den Block zu zerstören. Es gibt keine Option wie zum Beispiel Tool, ja, dass man hier noch einen weiteren Key hinzufügt. Da sagt man Tool und dann sagt man Pickaxe, ja, oder Axe oder Shovel, halt die ganzen Werkzeuge, die es in Minecraft gibt. Und dann könnt ihr auch noch hinzufügen Use Efficiency. Also wird es durch Effizienz beeinflusst und dann halt als Wahrheitswert. Ja? Das gibt es bisher nicht. Ich hoffe, dass es sehr bald hinzugefügt wird, weil das macht einen sehr großen Teil aus, wie man mit den Blöcken interagiert. Ich empfehle euch, da tatsächlich Werte auf unter 1 zu lassen. Weil stellt euch mal vor, ihr habt so eigene Blöcke, die ihr erstellt habt, zum Beispiel vertikale Stufen. Ja, und ihr habt dann irgendwie so eine Axt mit, eine Netherite-Axt mit Effizienz 5. Ihr würdet den Block ja sofort abbauen, ja, in 0 Sekunden. Und dann packt ihr da einen Wert von 2 Sekunden rein und dann dauert das ewig, obwohl ihr einfach die beste Axt im Spiel habt. Ziemlich unfair, daher packe ich da einfach Werte auf unter einer Sekunde rein, vorzugsweise auch auf unter einer halben Sekunde, einfach damit es nicht ewig dauert, diesen Block abzubauen. Gut, dann haben wir Display Name. Das ist der Name des Blocks. Sollte der Name nicht vorhanden sein, wird der eigentliche Name in den Übersetzungsdateien gesucht. Das hatten wir eben hier oben schon bei Crafting Table. Das ist dann einfach ein Name, der angezeigt wird, wenn ihr den zum Beispiel in der Hand haltet oder wenn ihr den in der Werkbank herstellen wollt, ähnliches. Ja? Das überschreibt auch jegliche Übersetzung, die es gibt. Ja? Würde ich euch weniger empfehlen, wenn ihr Übersetzung machen wollt, dann bringt es eigentlich gar nichts, da einen Namen einzutippen. Aber ihr könnt es machen. Es gibt die Option, könnt ihr machen. Dann haben wir Minecraft Doppelpunkt Flammable, True oder False. Wenn es auf True setzt, hat es quasi die brennbaren Eigenschaften von einem Brett. Wenn es auf False setzt, dann brennt es halt einfach nicht wie Stein zum Beispiel. Das ist die Entflammbarkeit des Blocks, beziehungsweise auch durch Flammenzerstörbarkeit des Blocks. Ja. Das kann man auch wieder alternativ aufschreiben als JSON-Objekt. Alternative Schreibweise, hierbei können Wahrscheinlichkeiten verändert werden. Wahrscheinlichkeiten in Anführungszeichen, man kann Werte nehmen, die über 100 liegen. Daher, ja, nicht unbedingt Wahrscheinlichkeiten. Man könnte es als Modifikator sehen, ja, als Skalar. Als erstes haben wir Catch Chance Modifier, standardmäßig auf 5. Das ist die Wahrscheinlichkeit für das Entflammen des Blocks. Werte sind in Prozent. Quasi, dass der Block Feuer fangen kann. Das sieht man ja auch an Brettern. Wenn du, keine Ahnung, einen Block entfernt
mit Feuerstein und Metall, quasi mit Stahl, ein Feuer machst, dann springt es auf den Block über und dann kann der Block brennen. Destroy Chance Modifier, standardmäßig auf 20. Wahrscheinlichkeit für das Zerstören des Blocks. Werte sind in Prozent, Fragezeichen. Auch wieder keine Ahnung, ob das 100% dann sind, wenn man es auf 100 setzt. Ich weiß nicht genau. Als nächstes Minecraft Doppelpunkt Friction. Standardmäßig auf 0,4. Das ist die Bodenhaftung für Entitäten, wenn man quasi drüber läuft, wie sehr man an dem Block hängen bleibt. Hohe Werte können Entitäten verlangsamen, zum Beispiel 0,9 für Säbelsand, und niedrige Werte machen den Block rutschig, 0,02 für Eis. Gültig sind Werte zwischen 0,0 und 0,9. Und standardmäßig, wie gesagt, 0,4. Wenn ihr einen ganz gewöhnlichen Block macht, müsst ihr das gar nicht, noch nicht mal angeben. Könnt ihr einfach weglassen. Und dann funktioniert das auch wie ein ganz gewöhnlicher Block. Minecraft Doppelpunkt Geometry. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge, vorletzten Folge, Entschuldigung, wo wir den allerersten Block erstellt haben. Da haben wir dann eben einfach eine Geometriedatei angegeben. Ja? Das ist die Geometrie des Blocks, muss einer gültigen Geometrie-ID entsprechen. In der Geometrie-ID muss dann eben das da drinne stehen. Also im Grunde Geometry Punkt und dann den Namen der Geometriedatei. Dann haben wir das nochmal als alternative Schreibweise. Hierbei können individuelle Knochen sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Knochen in Anführungszeichen, da sie in Blockbench als Gruppen bezeichnet werden, aber hier sind es halt eben Knochen. Daher habe ich das einfach mal so gemacht. Auch wieder hier braucht man eine Geometriedatei, geometry.geometryName, also ähnlich wie hier oben. Ihr braucht auch wieder eine gültige Geometrie-ID, damit das funktioniert. Dann sagen wir Bone Visibility, damit können wir dann die Sichtbarkeit der einzelnen Knochen verändern. Dann tippt ihr hier den Namen ein, beispielsweise den Block, den ich erstellt habe, da hatten wir Root, sollte eigentlich jeder Block haben. Und dann könnt ihr sagen, wahr oder falsch, ist es sichtbar oder ist es unsichtbar. Dann haben wir zwei sehr ähnliche, Light Dampening, Light Emission. Erstmal Light Dampening, standardmäßig auf 15. Das ist die Lichtabsorption des Blocks. Hohe Werte blockieren mehr Licht, niedrige Werte lassen Licht durch. Ja? Gültig sind Werte zwischen 0 und 15. Standardmäßig ist es auf 15. Quasi zum Beispiel Stein lässt halt einfach kein Licht durch und dann ist gut. Ja? Es gibt dann einfach kein Licht darunter oder daneben. Es ist halt einfach alles absorbiert. Da haben wir Light Emission, standardmäßig 0, Lichtemission des Blocks, hohe Werte geben mehr Licht aus, niedrige Werte geben weniger Licht aus. Gültig sind Werte zwischen 0 und 15. Ja, das ist dann eben quasi, wie viel Licht vom Block ausgegeben wird. Zum Beispiel Fackeln haben eine Light Emission von 14 und keine Ahnung, Magma-Blöcke haben 3 oder so, weiß ich nicht genau. Damit könnt ihr halt euren Block eben leuchten machen. Minecraft Doppelpunkt Loot, da haben wir dann eben Loot Tables, Schrägstrich Pathname. Pathname ist quasi ein Pfad, den ihr angeben müsst innerhalb eures Verhaltenspakets zur korrekten Datei, ja, wo ihr dann euren Loot Table drin habt. Sind dann eben Gegenstände, die beim Abbauen fallen gelassen werden, muss einem gültigen Loot Table entsprechen. Standardmäßig wird der Block zurückgegeben. Halt einfach der Block als Item. Ansonsten wird das hier mit diesen Dateien, mit diesen Gegenständen überschrieben. Ihr könnt, glaube ich, loot-tables-empty.json machen. Dann wird das quasi, dann lässt der Block quasi gar nichts fallen. Dann wird dann einfach, ja, geht einfach kaputt und ihr bekommt gar nichts. Dann Minecraft Doppelpunkt Map Color. Zwei Möglichkeiten. Einmal als Hexcode. Moment. Farbe des Blocks auf Karten. Wert muss als Hexadezimalcode. Das erste hier. Oder als Liste mit RGB-Werten. Das zweite hier. Da haben wir das. Angegeben werden. Standardmäßig ist der Block unsichtbar auf Karten. Ja? Ähnlich wie Glasblöcke. Ungefärbte Glasblöcke haben keinerlei Farbe auf Karten. Die sind dann einfach durchsichtig. Unsichtbar.
Ich persönlich bevorzuge es hier mit den RGB-Werten. An sich könnt ihr das auch so machen. In Blockbench werden quasi beide Werte angegeben. Einmal oben als Hexadezimalcode, unten dann eben als einzelne Werte. Also an sich völlig irrelevant. Es gibt eine Website, eine Wiki-Seite, wo dann von den meisten Standard-Minecraft-Blöcken diese Werte angegeben werden. Vielleicht packe ich da noch am Ende einen Link hier rein, damit ihr euch das anschauen könnt, wenn ihr quasi ähnliche Blöcke herstellen wollt. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Dann haben wir Material Instances, Texturen, die auf den Block angewendet werden können. Das hatten wir auch in der vorletzten Folge. Das sind dann eben die Texturen. Standardmäßig habt ihr hier diesen einen Stern. Den braucht ihr quasi immer. Und es wendet die Textur auf alle Seiten an, die keine eigene Zuweisung haben. Den braucht ihr quasi immer. Da haben wir verschiedene Optionen. Einmal Ambient Occlusion, wahr oder falsch. Das ist eben der Schattenwurf des Blocks in der Umgebung. Wenn es quasi wahr ist, dann gibt es so einen gewissen Schatten außenrum. Wenn es auf False ist, dann gibt es eben keinen Schatten. Face Dimming, auch wieder wahr oder falsch. Verdunklung der Seitenflächen, die schwach beleuchtet sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, ja gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Die Leuchtbeeren leuchten auch, selbst wenn sie kein Licht abgeben würden. Ja, wahrscheinlich ein besseres Beispiel wäre der leuchtende Gegenstandsrahmen, den man quasi mit Leuchttinte bearbeitet hat. Der leuchtet auch so, ist quasi nur so ein visuelles Leuchten, dass die Textur dann quasi gar nicht erst verdunkelt wird, wenn das auf False gesetzt wird. Ja? Wenn man es auf True setzt, dann wird es verdunkelt, bei False eben nicht. Render Method haben wir vier verschiedene Optionen: Alpha Test, Blend, Double Sided und Opaque. Das ist quasi eine Methode für das Laden der Texturen. Standardmäßig ist der Wert auf Opaque gesetzt. Ja? Da haben wir vier verschiedene Optionen: Alpha Test, Blend, Double Sided und Opaque. Alpha Test erlaubt quasi komplett transparente oder komplett deckende Farben auf der Textur. Blend erlaubt auch so teilweise transparente Pixel. Double Sided verhindert quasi, dass die Rückseite vom Block geladen wird. Und Opaque ist quasi für die meisten Blöcke verfügbar. Die haben dann quasi eine komplett deckende Textur ohne jegliche transparenten Pixel. Zu guter Letzt haben wir Texture, da tippt ihr dann halt einen Namen ein. Das ist der Texturname der Blockseite quasi oder des Blocks. Dieser Name muss halt in Terrain Texture angegeben werden. Das ist jetzt ein bisschen gut, toll, was sollen wir damit anfangen? Im Ressourcenpaket unter Texturen gibt es eine Datei, die heißt Terrain Textures, terraintexture.json und dort drinne sind dann quasi Texturen, die an bestimmte Blöcke zugewiesen werden. Und diese Namen müsst ihr dann hier drin benutzen. Wenn ihr das mit Bridge macht, wird das alles automatisch gemacht, sobald ihr den Block erstellt. Da müsst ihr an sich nicht allzu viele Sorgen machen. Ich empfehle euch, schaut euch einfach mal bei Bridge dann im Ressourcenpaket unter den Texturen um und schaut euch an, wie das funktioniert. Ja? Alternativ zum Stern kann man auch seine eigenen Instanzen aufstellen. Und dann halt eben auch wieder als JSON-Objekt diese ganzen Sachen, die hier oben drin sind, hier eintippen. Habe ich jetzt hier mal einfach abgekürzt. Und das kann man dann eben auf die Seiten anwenden. Zum Beispiel, indem man hier sagt Stern und dann Material Instance Name. Quasi was hier drin ist in diesen geschweiften Klammern, wird darauf überschrieben. Ist ganz nützlich, wenn ihr quasi an den Seiten überall dieselbe Textur haben wollt. Und dann oben und unten separate Texturen haben wollt, dann könnt ihr quasi hier sagen Side, ja, dann halt die Seiten und dann weist ihr überall zu North Doppelpunkt Side, South Doppelpunkt Side, West Doppelpunkt Side, East Doppelpunkt Side, ja, so könnt ihr das dann zum Beispiel machen. Das muss man gar nicht machen, also das alles muss man eigentlich gar nicht machen. Mindestens der Stern muss da sein. Dann haben wir Minecraft Doppelpunkt Placement Filter, Filter für das Platzieren des Blocks. Da haben wir sogenannte Conditions, Bedingungen, um den Block platzieren zu können. Allowed Faces, erlaubte Blockflächen.
Down, Up, North, South, West und East. Auch wieder ähnlich wie hier. Das sind dann eben die Seiten des Blocks, an denen man diesen Block platzieren darf. Da haben wir Blockfilter, erlaubte Blöcke, an denen man diese Blöcke platzieren darf. Other Block Name, entweder einfach den Namen des Blocks. Bei selbst erstellten Blöcken muss quasi Namespace Doppelpunkt Block Identifier angegeben werden. Bei internen Minecraft-Blöcken müsst ihr halt einfach nur den Namen eingeben, dann wird das automatisch mit Minecraft Doppelpunkt ersetzt. Das kann man noch alternativ schreiben, auch wieder als JSON-Objekt. Dabei gibt man dann den Namen an, auch wieder Name des Blocks, beziehungsweise Namespace Doppelpunkt Block Identifier hier oben. Dann kann man Zustände quasi angeben, die der Block haben soll. Dann hat man hier sogenannte Key-Value-Paare. Einmal den Zustand des Blocks und den Zustand, den dieser Zustandname haben soll. Das ist die Verknüpfung zwischen Zuständen und Werten. Zustände sind bisher nur von internen Blöcken verfügbar. Das heißt quasi zum Beispiel eine Tür hat einen Zustand, der heißt Open, beziehungsweise so ähnlich ist Open oder sowas, ob die Tür halt offen oder zu ist. Und das ist halt nur für interne Minecraft-Blöcke verfügbar. Ansonsten müsst ihr halt die Eigenschaften, die wir hier schon vorher gesehen haben, also hier Properties bzw. Traits, die könnt ihr dort auch abfragen. Ja? Dann müsst ihr halt einfach ein bisschen schauen, wie ihr das macht. Und zu guter Letzt haben wir noch Tags. Das kann man dann quasi abfragen. Query.anyTag, Klammer auf, Anführungszeichen, nicht Anführungszeichen, Apostroph, dann ein Tagname, Apostroph, Klammer zu und Anführungszeichen. Recht kompliziert, grundlegend, das ist eine Molang-Query. Dazu komme ich vielleicht noch in der Zukunft, ich weiß nicht, das ist relativ komplex, darüber zu sprechen. Vielleicht später, wenn wir die Events haben, da komme ich bestimmt nochmal darauf zu sprechen, aber erstmal noch nicht. Ja? Das sind dann eben Tags, die ein Block aufweisen soll, wenn man das da drauf platzieren möchte. Und ich glaube, da kann ich vielleicht auch noch einen Link reinmachen für Block-Tags. Da gibt es eine ganze Menge. Unter anderem gibt es dort Stone oder Wood, also für Stein und Holz. Alle Steinblöcke haben dann eben diesen einen Tag, der heißt Stone. Ihr müsst halt einfach mal nachschauen, welche Blöcke dann genau diesen Tag haben. Wie gesagt, ich werde da den Link reinmachen und wenn wir damit fertig sind, veröffentliche ich das einfach. Und dann könnt ihr einfach selber nachschauen. Ja? Da haben wir Selection Box, das ist die Auswahlbox des Blocks, genau. Siehe Collision Box für weitere Infos. Das ist genauso aufgebaut. Diesmal ist es halt nur dieser äußere Rahmen, den man anklicken kann. Ein Beispiel, wo es quasi unterschiedlich ist, ist bei Treppen, glaube ich. Da habt ihr halt einfach eine ganz normale Auswahlbox, da klickt ihr den gesamten Block an. Aber die Kollisionsbox ist halt so ein bisschen anders, die besteht dann halt aus zwei Teilen, dem unteren und dem oberen, dass ihr dort quasi nach oben gehen könnt. Könnt ihr auch wieder als Wahrheitswert angeben oder wie hier als JSON-Objekt. Ja. Dann haben wir Minecraft Doppelpunkt Transformation. Transformation des Blocks, das ist neu in der 1.19.80. Wenn ihr noch mit der 1.19.60 bzw. 1.19.50 arbeitet, dann ist das gar nicht verfügbar. Dort habt ihr dann quasi nur Minecraft-Doppelpunkt-Rotation, aber quasi in der 1.19.80 ist es da neu hinzugekommen. Ja? Da haben wir als allererstes Translation, Verschiebung entlang der drei Achsen, x, y, z, standardmäßig 0, 0, 0 und dort könnt ihr Werte eintippen, um den Block quasi zu verschieben. Und ich habe es gesehen, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe es hier in der Dokumentation gesehen, dass man das eben auch um halbe Blöcke oder um Viertelblöcke oder um Zehntelblöcke verschieben kann. Das ist ziemlich interessant. Ich weiß nicht genau, ob das alles verschiebt oder nur die Textur vom Block. Wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Muss man einfach mal schauen. Ja? Das ist dann halt einfach ein Wert. Ihr müsst darauf achten, dass mindestens 2 Pixel, so ein kleiner 2x2x2 Pixel-Block, noch innerhalb dieses Minecraft-Standard-Blocks drinne bleibt. Ansonsten funktioniert das eben nicht. Ansonsten gibt es halt einfach Fehler. Ja? Dann haben wir Scale, Skalierung entlang der drei Achsen, auch wieder x, y, z. Dann könnt ihr das halt eben
hoch und runter skalieren, könnt den Block größer oder kleiner machen. Und auch hier wieder die Einschränkung, es darf nicht größer als 30x30x30 Pixel sein. Heißt, wenn ihr einen Block habt, der 16x16x16 Pixel groß ist, könnt ihr das nicht größer als 1,875 machen. Ja? Sonst wird es einfach zu groß und Minecraft schmeißt euch einen Fehler. Dann haben wir Rotation. Das ist die Rotation um die drei Achsen, auch wieder X, Y, Z. Und diesmal sind es Vielfache von 90, also 0, 90, 180, 270 und theoretisch 360. Und damit könnt ihr dann den Block rotieren. Wenn ihr zum Beispiel einen Block haben wollt, der quasi sich so dreht, je nachdem, wie ihr halt in der Welt schaut, dann könnt ihr das da benutzen, um den Block zu drehen. Dann haben wir Minecraft Doppelpunkt Unit Cube, Spezifikation, dass ein Einheitswürfel zur Tessellierung verwendet wird. Aus diesem Würfel werden komplexere Formen zusammengebaut. Grundlegend habe ich keine Ahnung, wozu das verwendet wird. Es ist ein leeres JSON-Objekt, heißt, ich kann auch nicht anhand der Parameter erraten, wozu es benutzt wird. Ich habe den ersten Satz hier quasi einfach übersetzt aus dem Englischen. Einheitswürfel wird zur Tessellierung verwendet. Tessellierung ist quasi wie Mosaik. Ihr nehmt halt so kleine Stücke und setzt es zum Großen zusammen. Und die kleinen Stücke sind in dem Fall Einheitswürfel, wo niemand weiß, wie groß sie genau sind. Und aus diesem Würfel wird dann halt quasi ein Mosaik gemacht, um diese komplexeren Formen zu machen. Ich habe es bisher noch nicht verwendet. Und ich habe keine Fehler in irgendeiner Form gefunden. Also ich weiß nicht genau, was das macht. Ich werde es auch nicht weiter benutzen. Ja? Keine Ahnung, könnt ihr ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. So, und damit haben wir die meisten Komponenten fertig. Als nächstes haben wir sogenannte Block-Trigger. Die benötigen Firetags-Creator-Funktion. Ja? Ich habe hier mal ein Beispiel für einen Block-Trigger reingemacht. Dazu kommen wir gleich noch. Das wird mehrmals verwendet. Daher habe ich das hier einfach einmal quasi eingetippt, damit man es später wieder verwenden kann. Und grundlegend wird das verwendet, um den Block interaktiv zu machen. Ja? Da kommen wir gleich noch zu. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man mit dem Block interagieren kann. Zunächst mal haben wir hier eine Condition, eine Bedingung. Das ist dann eine Molang Condition. Die hat dann quasi verschiedene Queries drin. Auch wieder sehr komplex, relativ komplex. Mache ich vielleicht in Zukunft noch ein Video dazu, weiß ich noch nicht genau. Das ist quasi eine Bedingung, die quasi zutreffen muss, damit das Ereignis ausgeführt wird. Und dann könnt ihr solche Sachen fragen wie, keine Ahnung, ist die Blickrichtung des Spielers irgendwie so oder welche Blogseite wurde angeklickt? Ja, sowas. Ich habe mich damit noch nicht großartig beschäftigt. Man kann zum Beispiel auch Sachen abfragen wie, ist das Item, was der Spieler in der Hand hält, ein Stück Wachs? Ja, weiß ich nicht genau. Da gibt es so vieles, das kann man schwer zusammenfassen. Dann haben wir ein Event, Namespace, Doppelpunkt, Event Name, ein Ereignis, das eben ausgeführt werden soll. Das haben wir dann weiter unten. Dazu kommen wir dann in der nächsten Folge, die Events. Und das ist dann eben halt ein Ereignis, das ausgeführt werden soll. Das wird dann eben aktiviert. Dann wird Target, standardmäßig ist es auf Self, das ist eben quasi der Ziel oder ja, eigentlich schon das Ziel des Ereignisses. Scheinbar kann man da verschiedene Sachen eintippen. Wenn ich noch was zu finde, werde ich dazu wahrscheinlich noch ein extra Video machen oder so. Bisher weiß ich nur von Self, also der Block sendet dieses Event quasi an sich selber und reagiert dann dementsprechend darauf. Theoretisch kann man das auch an andere Blöcke versenden. Ja? Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Gut, dann haben wir die ganzen Block-Trigger. On, Fall, On. Überprüfung, ob eine Entität auf den Block fällt. Ich weiß nicht genau, ob das auf Entitäten zutrifft oder nur auf Spieler. Ich vermute mal, es ist generell auf Entitäten. Da haben wir hier eben Block-Trigger. Da wird eben das da eingefügt, alles was hier drin ist.
und dann min fall distance. Dann gebt ihr quasi Werte ein. 0,0 ist quasi ja, die minimale Fallhöhe von in Blöcken. So gesehen, wenn es hier auf 0,0 ist, reicht es auch aus, auf den Block drauf zu laufen, um dieses Ereignis zu aktivieren. Aber ihr könnt es beliebig hoch machen. Zum Beispiel könnt ihr es auf 128 machen, dann muss man halt 128 Blöcke von 128 Blöcken Höhe fallen, um dieses Ereignis zu aktivieren. Ja? Da haben wir onInteract, Überprüfung, ob eine Entität mit dem Block interagiert. Entität auch wieder relativ als Spieler, wenn ihr es anklickt. Ja, wenn ihr einfach drauf tippt, dann interagiert ihr damit und dann wird ein Ereignis gestartet. Es kann sein, dass man irgendwie andere Entitäten auch damit interagieren lassen kann. Dorfbewohner zum Beispiel, da weiß ich aber nichts weiter. Daher erstmal steht das so im Raum. Ja? On placed, Überprüfung, ob der Block platziert wurde. Dabei ist es relativ egal, ob es ein Spieler war oder ob es per Befehl war. Es wird dann einfach immer ausgeführt, sobald der Block quasi in Erscheinung tritt. On player destroyed, on player placing, ziemlich ähnlich. Überprüfung, ob ein Spieler den Block zerstört oder platziert, könnt ihr dann eben unterscheiden. Zum Beispiel, wenn ihr das hier macht, on player destroyed, könnt ihr überprüfen, ob der Spieler zum Beispiel mindestens eine Steinspitzhacke hat. Müsst ihr halt überprüfen, hat er eine Steinspitzhacke oder hat er eine Goldspitzhacke oder hat er eine Eisenspitzhacke, Diamantspitzhacke, Netherite-Spitzhacke. Und wenn all das zutrifft, dann droppt der Block, ansonsten eben nicht. Also so kann man das quasi ein bisschen umgehen mit dem, das, was wir hier weiter oben hatten, mit Seconds to Destroy, Destructible by Mining hier. Damit kann man das quasi so ein bisschen umgehen, aber es ist sehr aufwendig, muss ich mal sagen, ja. Man kann es machen, aber in den meisten Fällen werde ich es nicht machen. Wir haben dann OnPlayerPlacing, Überprüfung, ob ein Spieler den Block platziert. Auch wieder, sobald der Block platziert wird, kann ein Ereignis auftreten. Wir haben OnStepOff, Überprüfung, ob eine Entität vom Block läuft. Relativ einfach zu erklären, OnStepOn, genauso aufgebaut. QTicking ist dann ein etwas anderes Ereignis. Quasi ist ein Ereignis, welches nach einer Anzahl an Ticks ausgeführt wird. Da haben wir dann Interval Range, quasi Wertebereich für die Dauer bis zum Ereignis. In diesem Fall würde es zwischen 0 und 100 Ticks dauern, bis dieses Ereignis ausgeführt wird. Quasi eine Sekunde sind 20 Ticks. Das ist dann relativ einfach gleichzusetzen. Wir haben dann die Option Looping, True oder False, Wiederholung nach dem ersten Auslösen des Events. Wenn es auf True setzt, dann wird es immer wieder und immer wieder ausgelöst, quasi alle 0 bis 100 Ticks. Ja? Wenn es auf False lasst, dann ist es halt nur einmal. Da haben wir OnTick und das ist dann eben wieder ein Block-Trigger. Da müsst ihr halt einfach die geschweifte Klammer hier einfach alles davor nehmen und einfügen. Zu guter Letzt haben wir Random Ticking. Hoppla, ich habe Minecraft-Doppelpunkt vergessen. Egal, das mache ich danach. Minecraft-Doppelpunkt-Random-Ticking, Ereignis, welches nach einer zufälligen Anzahl an Ticks ausgeführt wird. Und dann haben wir eben auch wieder On-Tick und dann haben wir ja, den Block-Trigger von hier oben. So, das war's so ziemlich. Das war's. Relativ lang hat es jetzt gedauert, 33 Minuten, fast 34. Ihr seht, das ist eine ganze Menge vergleichbar mit den Flächen, wo eine Königin in Schach hinlaufen kann. Ja? Description war relativ kurz. Wie ein König kann nur relativ kurze Strecken gehen. Und Components ist die Königin. Und Components beschreibt den gesamten Block. Ja? Sämtliche Eigenschaften, die ein Block erfüllt, werden da drin erwähnt. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen. Aber das hier ist für die 1.20 die neueste Version, daher mache ich das einfach so. In der nächsten Folge kommen dann Events und Permutations dran, also Ereignisse und Permutationen, weil das halt wirklich nicht viel ist. Ihr seht, das ist quasi gar nichts. Ja, es ist sehr kurz, dann kann ich die einfach zusammenpacken. Jedenfalls, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann
im nächsten Video wieder. Tschüss!